Und da haben wir uns gedacht, das geben wir an einen Comedian, der schon von der Haarpracht als Rapunzel in Frage kommt. Also Rapunzel würde ergrauen, da bin ich ganz sicher. Der Mann zeigt Schneewittchen, was eine Kurpackung ist. Hier ist Bülent Ceylan als Hasan. Okay, ist okay. Mach Stopp. Reicht. Hallo Otto, geil hier zu sein. Du bist echt der Beste und kriegst jetzt so einen Applaus. Ich hab den noch nicht so richtig gehört heute. Ehrlich, Otto. 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 Hey. Ist so, ist so. Ehrlich. Otto, ehrlich, ich hab immer diese Hänsel und Gretel. Ich hab das aber war nicht immer richtig alles. Nee, weil ich erzähl von vorn, es war so. Hänsel und Gretel ist eigentlich gar keine deutsche Geschichte, so wie die Geschichte von der Gabriel und der Merkel, die wo sich verirrt haben in der griechischen Welt. Mhm. Hm? Versteht ihr? Ja. So ist es. Ja, das ist eine typisch deutsche Geschichte, aber Hänsel und Gretel war eigentlich, und jetzt kommt's, eine türkische Geschichte und hieß, Achtung, ist klar, Hasan und Gülşan. Aufpasse. Ne, ihr lacht, ihr Deutsche, aber ich erkläre jetzt, macht mal ab. Also der Hasan, das war meine Großvater. Und das war der Sohn von einem Vater. Verstanden? Und der hatte in seinem Garten ein Stiefmütterchen. Ja, Thomas Suit. Und eines Tages, der Tabak von der Shisha war alle. Und der Hasan und der Gülşan sind also gegangen durch den ganz großen, dunklen Wald bis zu einem Hotel. Da alles war alle inklusive. Hm? Ja, ich bin kein Englisch. Also. Und dann, sie haben den ganzen Tag gemacht, nichts. Also, die Zeit ist so weg, also so geflogen, vorbei. Aber das war ja ein Urwald. Habt ihr verstanden? Es ist ein Urwald. Also die wussten immer, wie spät es ist. Den Gag nimmt er mit nach Hause. Pass mal auf. Nee, es ist zu spät. Entweder ihr klatscht sofort oder was ist es? Waren das Schweizer jetzt? Also, pass mal auf. Jetzt hört doch mal zu. Hört doch mal zu, echt. Allah, Allah. Was ist los, ey? Das gibt's nicht. Entschuldigung, Otto. Ja, Wortspiel. Und was gibt's in einem Urwald noch? Urlaub. So ist es. Ja, wenn man es weiß, dann ist es einfach. Also. Und es gab auch viel zu essen dort. Also, aber alles war so Blätterteig. Da lachen die Türken. Yeah. Und es gab doch genug zu trinken, weil da war alles so, also das war so eine Forstwirtschaft. Hm? Und da gab es jede Menge frische, so tannengezapfte Pilze. Jetzt pass aber mal auf, von diesen Pilzen, die bekamen die Vereinten Nationen. Nee, warte mal, scheiß deutsches Wort, warte mal. Hallo Sie Nationen. So. Ja, ich hab verdreht, Mann. Was ist das denn, ey? Ich hab verdreht das Wort. Ich pass auf. Und von der Halluzinationen, deswegen waren die so benebelt und plötzlich, die waren so auf einem Holzweg. Und auf diesem Holzweg, die trafen die Angela Merkel. Die ist ja doch schon seit vielen Jahren unterwegs. Und mir tut mir leid, ist so, ist so. Also sie war unterwegs zusammen mit so einer fliegenden, nee, wie heißt der, französische Holländer. Ne? Und jetzt pass auf, der Angler hat gefragt, ob sie bei der Euro-Tombola mitmachen wolle. Und ihnen hat sie verkauft 2 Alternativlose, beides Niete. Ne? Und jetzt kommt's, dann plötzlich sie stande vor einem Haus, da hat gewohnt eine Hexe. Jetzt kommt die Hexe. Die Hexe hat gerufen. Sesamring und Flade, lasst uns der Hammel braten. Der ist super Gag, ich habe mir gedacht, komm besser.
Okay. Ich mach nur einmal, ich pflanze, wir schneiden. Ich will hier, dass ihr lacht. Verreckt, ehrlich. Wenn ich mach Witz, müsst ihr lachen. Sonst macht Ali Bombenstimmung. Also. Hey, so, Mann, was soll das? Achtung, warte mal. Warte mal. Ich bin so truffe, ich hab nichts genommen, aber. Warte, ich muss lachen, aber ich muss in der Rolle bleiben. Hey Leute, ich habe mein ganzes Leben noch nie vor einem Otto gespielt. Also Entschuldigung, das musst du mal, hey? Allah, Allah. Also. Ich schwitze. Mann. Ja, an alle Frauen, wenn ihr mich riecht, dann seid ihr schwanger. Also. Ja, ist okay. Warte mal, jetzt kommt der Satz. Wahrscheinlich schneiden sie schwanger weg, weil jetzt kommt der andere. Also. Aber wenigstens weiß Offenburg, da war eigentlich der, ne? Habe die geschnitten, Drecksäcke. Okay. Also, Sesamring und Flade, lasst uns der Hammelbrade. Hey, geil, ne? Ja. Und jetzt kommt. Ich bin noch nicht fertig. Der Hassan hat der Hexe dann ganz tief in die Augen geguckt, ne, und hat gesagt, aufpasse. Produzier mich nicht. Lass uns sofort gehen, wenn deine Kuchen leb ist. Wenn dir deine Kuchen leb ist, so war. Und mit ganz roten, traurigen Augen, sie hat den Weg freigemacht und hat der Hassan und Gülcan so einfach rennen lassen, wieder nach Hause. Und das ist so. Also mein Uropa, pass auf, da hat der Hexe genau das gegeben, was ich bekomme schon seit viele Jahre bei all meinen Verabredungen. Pfefferspray. Ist gut, ne? Dankeschön. Auf den Burg! Tschüss! Danke, Otto! Bühne!